freue mich, nach einer etwas längeren Pause unseren Bienenbotschafter Bernd wieder in der Landsitzdiebe begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Bernd. Ja, ich grüße dich, liebe Arni, und alle, die jetzt hier zuhören, seid da recht herzlich gegrüßt zu diesem kleinen Wintergespräch. Ja, wir hatten ein bisschen Pause jetzt. Das tat uns beiden, glaube ich, auch ganz gut. Wir beide haben uns für heute ein ganz spezielles Thema ausgesucht, nämlich das Thema Imkerei in bewegten Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, in Zeiten des Wandels. Genau. Ja, also es sollte eigentlich jedem, zumindest hier in unseren Kreisen, schon bewusst geworden sein, dass gerade ein ganz großer Umbau stattfindet, ein ganz großer Wandel im Gange ist, und wir können es alle erleben, schon allein, wenn man noch irgendwie draußen einkaufen muss. Und ja, wir erleben es alle, dass da gerade was passiert, und es gibt dieses alte Normal. Wir hatten jetzt ja über 70 Jahre, glaube ich, mit einem festen Status quo, wo nicht viel passiert ist auf der großen Bühne. Jeder hat seine Sachen gemacht und es war alles immer so gleich und keine größeren Stürme. Ja, klar, im Inneren hat jeder so seine Themen. Doch es war eigentlich immer alles so relativ gut geregelt, und im Moment scheint ja wirklich, ja, vielen sogar der Boden unter den Füßen weggezogen zu werden. Und ja, jeder erlebt es auf seine Art und Weise, was gerade passiert. Also die letzten 2, 3 Jahre waren da schon sehr bewegt und sehr lehrreich. Genau, so sehe ich das. Ja, das war das Aufwachprogramm Hardcore. Ja. Und manche nennen es Krise, manche nennen es Erwachungsprozess. Ich selber tendiere eher dazu, dass wir sehr viel lernen durften in jedem Bereich. Und das auch auf jeder Ebene, ob es jetzt den Menschen angeht, den Pflanzen oder den Tieren. Ganz genau. Wenn man jetzt mal das Wort Krise nimmt, das wird ja immer so viel von Krise gesprochen, und bedeutet ja in der ursprünglichen Form ja Chance. Und wir haben jetzt alle die ganz große Chance, oder wir werden auf uns zurückgeworfen. Jeder darf sich mit sich selbst beschäftigen. Und wir haben alle die Chance, aus dem, was jetzt passiert ist und was gerade passiert, unsere Lehren draus zu ziehen und mal unser Handeln, unser ganzes Sein und ja, wie wir mit den Tieren, mit den Mitmenschen, mit der Mitwelt umgehen. Das ist gerade diese ganz große Chance, die wir dieser Tage haben. Auch wenn es uns überall noch durchschüttelt, ja, wir erleben es jeden Tag, dass immer irgendwas kommt, was uns betrifft, meistens vom Außen. Ja, und das macht halt mit jedem was auf die eine Art oder Art und Weise, ja. Ja, das merken wir ja auch in den Gruppen. Es ist ein großer Zuwachs zu verzeichnen an Gruppenmitgliedern, die sich ja auch alle einen anderen Weg wünschen als den wir bisher beschritten haben, nämlich den Weg wieder zurück im Einklang mit der Natur zu leben und mit den Tieren, mit den Bienen, ja eben halt mit seinem Land sich wieder verbunden zu fühlen und ja, sich auch natürlich gesund zu ernähren, was ja jetzt so auch gerade nicht unbedingt gegeben ist. Und die Tendenz sieht ja auch ja ziemlich düster aus, wenn man sich das reinpfeift, was in den freien Medien oder auch in den Medien da postuliert wird. Das sehe ich genauso. Also man kann da nicht sagen, das sind die Guten, das sind die Schlechten. Und vieles, was da gerade abläuft, ja, das ist scheinbar, sind da böse Kräfte, aber ich glaube, die meisten kennen den Spruch, die Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Und diese Kräfte, die gerade hier alles gegen die Wand fahren, diese alte Welt, letztendlich sorgen die dafür, dass die Menschen sich rückbesinnen, wieder selber Obst und Gemüse anbauen, wieder in sich in Gemeinschaften zusammenfinden und einfach eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen. Und da können wir jetzt, glaube ich, auch in Kürze mal den Bogen zum Bienenthema auch schlagen. Ja, ich will da nichts vorwegnehmen, aber ja, es ist einfach ein Rückbesinnen finden statt, auch auf die Werte, die man lebt und für was man einsteht, was man noch mittragen kann,
von dem da draußen oder was man für sich im Inneren, im kleinen Kreis, in Gemeinschaften, Gruppen für sich leben will. Ja, so ist es. Und ein wichtiges Bindeglied zwischen Pflanze und Mensch ist ja nun mal die Biene. Und darum machen wir beide ja auch immer mit so viel Enthusiasmus und so viel Liebe diese Interviews, um den Menschen gerade das Thema auch näher zu bringen. Weil ohne Biene kein Mensch. Ja, erst stirbt die Biene, dann der Mensch. Ich weiß nicht, ja, da gibt es ja dieses berühmte Zitat, wenn die Biene weg ist, hat der Mensch maximal 4 Jahre noch. Weiß jetzt, hab es gerade nicht griffbereit, von wem das ist. Letztendlich hängt vieles von ab. Klar, wir haben die Wildbienen, wir haben die Hummeln, wir haben viele Insekten, aber das, was die unsere Honigbiene leistet, ist schon gewaltig. Und ja, und gerade auch diese Zeit bietet auch die Chance, einen ganz neuen Umgang mit den Bienen zu etablieren, eine ganz neue Sichtweise auf die Bienenhaltung zu gewinnen. Und das ist da oft durch Erkenntnis, durch Bewusstseinswandel, durch ein wachsendes Bewusstsein. Aber diese sogenannte Krise, in Anführungsstrichen, dieser Wandel, der stattfindet, macht es auch möglich, dass manche Menschen über die wirtschaftliche Geschichte vielleicht jetzt umdenken. Ja, alles ist teurer geworden, die Lebenshaltungskosten, alles. Wobei die Bienen ja auch zugefüttert werden, mit Zucker zum Beispiel. Und auch der Zucker ist teurer geworden. Das bringt die Menschen auch in eine Bedrulle, die sich gerade eben halt um die Bienen kümmern möchten. Und darüber wollen wir beide heute ja auch sprechen. Da sprichst du schon mal ein sehr gutes Thema an. Es ist ja so, wir wissen ja alle, dass diese Austauschstoffe, die wir Imker den Bienen geben, wenn sie nicht genug eigenen Honig haben, ist jetzt ganz egal, ob wir den Honig wegnehmen für eigene Bedürfnisse oder ob wir in einer Gegend sind, wo es gar nicht so viel gibt, dass die sich über den Winter ernähren können. Letztendlich ist es so, dass sowohl der Zucker, wenn man das Winterfutter selber anrührt mit Industriezucker, der Preis hat sich ja fast momentan, Stand heute, fast verdoppelt für das Kilo Zucker. Und genauso wird das jetzt auch mit dem Fertigfutterteig, den man im Greifachhandel zukaufen kann, wird diese Preisentwicklung auch durch die Decke gehen. Und das ist halt die Chance zu sagen, okay, entweder wir haben die Erkenntnis, dass die Bienen auf eigenem Honig besser überwintern, oder wir merken, okay, ich habe jetzt kaum noch Vorteil davon, wenn ich den Zucker gebe und den Honig dafür wegnehme, um den zu verkaufen. Die Gewinnspanne oder der Unterschied, von Gewinn kann man ja bei den meisten Imkern gar nicht reden. Also die Erwerbsimker haben es ohnehin schon schwer mit diesen ganzen Wetterkapriolen, wodurch die auch immer entstehen und wie das alles zustande kommt. Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht oder ob da Geoengineering betrieben wird oder nicht. Das brauchen wir jetzt gar nicht bewerten oder thematisieren. Es gibt Veränderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und es ist schwer, überhaupt noch gut zu ernten, also in manchen Gegenden. Ne? Es gibt Gegenden, da läuft das ganz gut, aber ja, und auf eigenem Honig überwintern die Bienen am besten. Also es gibt Honigarten, die sind nicht so bekömmlich, aber wenn man einen guten Mischhonig hat, einen guten Blütenhonig, da überwintern die Bienen im Regelfall, vielleicht auf Rapshonig jetzt nicht, aber sonst sehr, sehr gut. Und das tut den Bienen gut. Und in der Imkerei wird immer über Krankheiten, über Schädlinge, ja, da wird viel gejammert, also da wird viel geunkt. Aber man muss es auch wirklich so sagen, und ich nehme mich da nicht aus, vieles ist hausgemacht durch Unachtsamkeit oder eben halt durchs Übergehen der Bedürfnisse der Bienen. Ja, und das ist jetzt halt die Chance, vielleicht werde ich durch Erkenntnis oder durch Bewusstseinserweiterung vielleicht über die wirtschaftliche Ebene da zum Nachdenken kommt, ob es nicht besser wäre, weniger zu ernten, den Wert des Honigs vielleicht zu steigern. Honig wird ja oft verramscht, immer noch. Wenn ich das sehe auf manchen Weihnachtsmärkten jetzt, wie der Honig da verramscht wird, kein Imker hat weniger Kosten. Wenn ich sehe, wie der
Das ist erstmal wird der Honig, die Biene, die Leistung der Biene nicht gewertschätzt, wenn der Honig so verramscht wird. Und es ist, Honig ist gesünder vielleicht als Industriezucker, aber es ist auch ein Zucker. Und ich denke, wie in so vielen Lebensbereichen ist weniger oft mehr. Lieber den Wert des Honigs wertschätzen und weniger davon essen. Ja, und so vielleicht, dass die Imkerschaft mehr dazu kommt, zurückzufahren und auf dieses weniger als mehr einzugehen, wer jetzt nicht gerade davon leben muss. Ne? Ich spreche da in erster Linie die Hobbybienenhalter an, ja. Ja, was du da ansprichst, zum Beispiel die Preise. Das ist wirklich eigentlich lächerlich, wenn man weiß, dass eine so eine Arbeiterbiene in ihrem Leben ja so einen Kaffeelöffel voll Honig ja erarbeitet mit ihrem Fleiß. Und wie der Bienen sich die Mühe gibt, um alles ja reinlich und sauber und den Vorschriften entsprechend zu halten. Und ja, und dann sieht man diese Trauerpreise bei den Märkten. Und weiß, dass es eigentlich so gar nicht angehen kann. Da vermutet man dann ja auch schon, dass das irgendwie verdünnt wurde. Und das schmeckt man auch. Man schmeckt ja den Unterschied. Du warst ja so nett und hast mir auch schon mal ein Glas von deinem Bienenhonig zukommen lassen, der so wunderbar samt und seidig geschmeckt hat. Also man hat das geschmeckt, den Unterschied. Also zu gekauften Honig. Aus dem Edeka oder Lidl oder wo auch immer. Also man schmeckt den Unterschied und es wird Zeit, dass das wieder ja, bei den Menschen präsent wird, dass sie sehen, dass da Mühe, Liebe und Arbeit drin steckt, den Honig von der Biene ja zu gewinnen und zu wertschätzen. Das ist auch so. Also ich denke mal, man schmeckt auch schon. Also ich würde mal sagen, im deutschsprachigen Raum sind die Bienenhalter da wirklich sehr bemüht, ob nun biologisch arbeiten, konventionell. Ich glaube, jeder liebt so seine Bienen und versucht das Beste rauszuholen. Aber es gibt noch dieses Quäntchen mehr, wenn man da wirklich besonders viel Liebe reinsteckt. Und ja, vielleicht jetzt auch, wenn man jetzt so wie ich einer von den Sieben-Stern-Imkern ist, dass im Sieben-Stern nochmal eine besondere Energie im Honig drin ist, nochmal was Besonderes. Ja, es ist auch immer so ein kleiner Zwiespalt. Man möchte es ja jedem ermöglichen, sich Honig leisten zu können. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo es wirklich für manche sehr eng wird mit vielen Sachen. Ja, das ist immer auch so ein kleiner Zwiespalt, wenn man jetzt an die Preisgestaltung des Honigs geht. Aber wie gesagt, weniger ist mehr. Und ja, mein Wunsch ist es ja sowieso, dahin zu kommen zum freien Geben, Tauschen, alles, dass man irgendwo die Wertschätzung auf andere Art und Weise weitergeben kann. Ist vielleicht noch ein weiter Weg. Man hat auch als Hobby-Imker einen gewissen Kostendruck. Und wenn ich nur mal das Beispiel nehme, also so einen Bienenkasten, wenn ich den jetzt neu kaufe, der ist im letzten Jahr von so ein kompletter Kasten, so ein kompletter Grundkasten ist von 128 Euro auf 168 Euro. Um 40 Euro mal eben teurer geworden. Ne? Und ja, das will alles irgendwo finanziert sein. Ne? Und ja, vielleicht so als Impuls, bisschen weniger Bienen halten, wer jetzt nicht von leben möchte oder muss als Erwerbsimker. Aber dafür sich intensiver drum kümmern um die Bienen und ja, somit vielleicht auch im Kostenbereich ein bisschen den Ausgleich finden, den man halt nicht so viele Anschaffungen hat, nicht so, also kein Futter zukaufen muss oder weniger Futter zukaufen muss, je nachdem, wo man gerade imkert. Ja, dieser Wandel darf geschehen auf ganz vielen Ebenen. Ja, wobei ich auch gerne erwähnen möchte, dass unsere Zuschauer dich gerne unterstützen dürfen unter folgendem Link und natürlich auch den Imker bei einem selbst um die Ecke. Geht da mal hin. Geht mal hin und schaut zu, wie er die Bienen hält, was er für Arbeit damit hat. Oder schaut euch auch die Videos an, die Bernd und ich schon zusammen aufgenommen haben, wie viel dahinter steckt und schaut in seinen Kanal, mit wie viel Liebe er dabei geht. Und das ganz ohne diesen Schutzanzug, einfach so. Er nimmt das halt einfach in Kauf, dass meine Biene sticht und sagt noch, das ist gutes Rheumamittel. Ja, das ist sowieso klasse.
Aber um zurückzukommen auf unser Thema, mich interessiert jetzt natürlich, wie viel Honig lässt du jetzt den Bienen und wie viel würdest du ihnen nehmen, so als Anhaltspunkt für unsere Imker? Sagen wir mal so, es ist immer unterschiedlich, je nach Bienenrasse oder Unterart, der Winterfutterverbrauch ist unterschiedlich. Und wie ich schon angedeutet hatte, die Art des Honigs. Also so ein Rapshonig, der wird zementhart in der Wabe, wenn der kalt wird. Oder ein Waldhonig ist für die Verdauung der Bienen jetzt nicht so gut, wenn das jetzt ein Waldhonig ist, ja nicht mit Waldhonig ist in erster Linie die Ausscheidung der Fichten, Tannenläuse gemeint. Ist nicht so ganz gut für die Bienen. Aber wenn wir jetzt wirklich Bienen haben, die jetzt einen guten Mischblütenhonig eingetragen haben, der hat alles, was die Biene braucht, da ist alles drin, alle Spuren, Elemente, alles, was die Biene braucht. Und im Regelfall reicht einem Volk, also ich würde immer auf der sicheren Seite gehen, wenn die 22, 24 Kilo Futter haben, sollten sie damit durchkommen. Und man kann immer noch mal nachfüttern im Frühjahr, wenn man merkt, es wird eng. Weil die Völker brechen in der Regel, wenn sie den Varroa-Druck überleben und den Herbst und den Winter überstehen, brechen die meisten Völker erst an Futtermangel zusammen in der Zeit, bis es den ersten Honig wieder gibt, den ersten Nektar. Und da kann man dann nachlegen. Aber es ist gut, wenn man den Völkern einfach 22 Kilo lässt und eine gute Biene schafft das Doppelte und mehr. Und das tut dann nicht weh. Also wie ich schon gesagt habe, weniger ist mehr, weniger ernten, weniger Kosten an Futter haben und die Bienen wahrscheinlich gesünder überwintern. Ja. Also rundweg sagst du so Hälfte, Hälfte als Anhaltspunkt. Ja, es kommt drauf an. Also ich habe schon Ernten gehabt, die weit über das hinausgehen. Also da würde das nicht reinpassen in den Brutraum, in dem überwintert wird. Aber ja, wie gesagt, mit 22, 24 Kilo Winterfutter ist in den meisten Regionen, also es ist regional sehr unterschiedlich, wie die Bienen. In warmen Gegenden brüten sie wahrscheinlich länger und die Bienen brauchen im Winter, wenn sie brüten, halt wesentlich mehr Futter als in den brutfreien Zeiten. Und je kälter es ist, umso ausgeprägter ist die brutfreie Zeit meistens. Also nach der Sonnenwende fangen die wieder an, auch wenn es noch kalt ist. Aber ja, es ist eben halt doch ein Unterschied, man in einer wärmeren oder einer kälteren Region imkert. In wärmeren wird wahrscheinlich mehr verbraucht als in kälteren Regionen. Lieber Bernd, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview und möchte die Menschen nochmal dazu aufrufen, dich zu unterstützen, unbedingt, weil du dich so herzlich und so liebevoll um Informationsweitergabe kümmerst mit diesen Interviews mit mir und dich so liebevoll um deine Bienen kümmerst. Sag uns doch nochmal bitte, wo man dich unterstützen kann. Ja, ich sage natürlich nicht nein. Ich bin dankbar über jede Unterstützung, zum Beispiel bei PayPal unter imkerei@mensch-bern.de. Ist immer eine große Freude, wenn da mal ein Euro reinkommt. Und das geht 1:1 in die Imkerei, in die Bienen. Da wird alles gemacht, damit es den Bienen gut geht. Ich verjubel das nicht. Und ja, unterstützt natürlich auch mit einem Abo meines Telegram- oder YouTube-Kanals. Und ich bin auch immer sehr dankbar, wenn ich Impulse von anderen Bienenhaltern kriege oder von Menschen, die sich Gedanken um die Bienen machen. Also ich freue mich immer über E-Mails. Ist das gleiche wie mein PayPal-Link, imkerei@mensch-bern.de oder einfach in den Kommentarfunktionen bei YouTube oder bei auf dem Telegram-Kanal. Einfach mal Impulse geben, Gedanken in Austausch mit mir gehen. Freue ich mich immer riesig drüber, über Feedback und Austausch. Das ist das, wofür ich es mache, eben halt, um etwas weiterzugeben und ja, einfach das Bewusstsein auch für die Vorgänge im Bienenvolk, in der Imkerei zu schaffen. Ja. Ja, und das tust du mit Bravour. Vielen lieben Dank dafür. Und ich freue mich darauf, dich das nächste Mal einladen zu dürfen. Da möchte ich gerne mit dir über ein ganz spezielles Thema sprechen, nämlich über Bienenschädlinge und Bienenkrankheiten. Und es freut mich jetzt schon, dass du gesagt hast, dass du wiederkommst. Vielen Dank, lieber Bernd. Ja.
Mache ich doch gerne. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da gibt es einiges zu sagen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Gespräch mit dir und bin immer gerne bereit. Ja, wunderbar. Ich hoffe, unseren Zuschauern hat es gefallen. Hinterlasst uns auch gerne ein Like, unterstützt uns auch gerne. Wir können das auch gebrauchen und mal so ein Klopfen auf die Schulter in Form eines Daumens hoch oder eines Kommentars tut uns allen gut. Macht's gut, ihr Lieben. Ja, da möchte ich auch noch mal einhaken in das Thema. Ja, die Ani macht hier so viel für die Landsitzliebe-Kanäle und ja, kriegt nicht nur Lob, sondern auch viel Prügel. Und ich glaube, den meisten hier ist gar nicht bewusst, was für Arbeit dahinter steckt und was da alles dranhängt und auch an Kosten. Auch der Ani würde das ganz gut tun, da ein bisschen mehr Wertschätzung und Unterstützung zu bekommen. Ja, und ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern hier und wünsche euch eine wundervolle Zeit, auch wenn alles ein bisschen chaotisch erscheint. Ja, aus dem Chaos wächst immer eine neue Ordnung und wir dürfen gespannt sein. Ich habe ein unheimlich gutes Gefühl bezüglich dem, was da auf uns zukommt. Ich glaube, wir werden in Zeiten gehen, die sehr leicht werden, auch wenn es jetzt rappelt. Bei jeder Geburt im Geburtskanal ist es eng und hinterher strahlt halt das Licht. Und ich glaube, da dürfen wir im Vertrauen sein, im Gottvertrauen, im Urvertrauen, dass wir doch auf lichtvolle Zeiten zugehen. Und nicht zuletzt liegt es ja auch an uns, wo die Reise hingeht, an unseren Gedanken, unseren Handlungen, an unseren Worten. Und ja, machen wir alle mit, schaffen wir das Neue. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt glücklich hier. Auch von mir hier alles Liebe und bis zur nächsten Sendung.